komm nicht. Weil er ohne Kuss gesagt hat, ich mag kurz mal. Ja, ich finde Boxen sehr interessant, eine sehr schwere Sportart, bin aber ein riesen Muhammad Ali-Fan und habe da auch schon so ein, zwei Bücher durchgelesen und deswegen kenne ich mich ein bisschen mit Boxen aus, aber so ganz der Profi bin ich da auch nicht. Hast du schon mal selbst im Boxen? Ja, ich habe auch schon mal so ein Training absolviert, des Öfteren mal, aber das war dann mehr, ja, eher Boxtraining, so selber richtig im Ring habe ich noch nicht gekämpft. Deswegen habe ich damit schon mal ein bisschen Erfahrung gemacht, aber das ist auch schon ein bisschen her. Deswegen habe ich da gar nicht so viel Erfahrung mit der Erfahrung. Ich kenne mich ein bisschen mit Boxen aus, aber so ganz der Profi bin ich da auch nicht. Wie geht's? Hi. Freut mich, dich kennenzulernen. Alles klar? Geht's gut? Ja, und selbst? Auch, danke schön, alles gut. Gerade trainiert. Ja? Ja, bist du bereit? Alles gut. Ja, bereit. Freue mich. Also heute wirst du nicht im Ring stehen mit ja, mir. Ja, okay. Zum Glück. Besser ist ja. Aber ja, wir haben natürlich eine schöne Challenge für dich bereit. Cool. Und wir schauen mal, was so alles super in den Ärmchen steckt. Freue mich. Wie du siehst, wir haben da so ein Wandschlagpolster. Ja. Ist jetzt nicht so wie auf der Kirmes. Ja. Ah, okay. Auf der Kirmes ist doch immer hier der Ball, ne? Genau. Ja. Hier haben wir tatsächlich ein professionelles Schlagkraft-Messgerät. Ja. Genau, wie du siehst, wir haben hier viele verschiedene Spiele. Wir werden heute drei Stück machen. Ja. Und damit das Ganze fair bleibt, werde ich natürlich ein Handicap bekommen. Okay. Du darfst dir aus drei Handicaps eins aussuchen. Ja. Ich würde sagen, ich erkläre dir aber vorher erstmal die Spiele. Ja. Damit du für dich die beste Wahl als Handicap wählen okay kannst. Wir haben hier einmal das Target. Da geht es darum, in einer Minute so viele Schläge wie möglich zu machen. Dann haben wir hier noch Reaktion. Da wirst ja du wahrscheinlich, bin ich mir schon ziemlich sicher, ganz gut abschneiden. Mal gucken. Bin auch nicht so schlecht darin, ja, aber wir gucken mal. Okay, dann haben wir hier noch das Spiel Kontrolle. Ja. Hier geht es darum, hier wird ein Ziel festgesetzt, beispielsweise 100 Kilo. Und du musst so nah wie möglich an die 100 drankommen und okay, der Spieler, der am nächsten dran ist, gewinnt das Spiel. Okay. Also die Handicaps sind drei Stück, du darfst dir eins davon aussuchen. Ja. Und zwar, wir haben hier einmal die Gewichte. Ich hätte sozusagen Gewichte auf den Fäusten. Ja. Das wäre natürlich ein bisschen schwerer dann für mich zu schlagen. Dann haben wir noch nur die Führhand. Das heißt, ich darf nur mit meiner linken hauen, weil das ist meine Führhand. Dadurch, dass ich Rechtshänder bin. Ja, okay. Und dann wäre es noch ein Handicap mit einem Bein. Okay. Das heißt, damit habe ich weniger Stand. Ja, ja. Dann stehe ich okay auf einem Bein und haue. Alles klar. Und ich darf mir eine davon auswählen? Du darfst eins davon aussuchen. Dann sage ich auf einem Bein. Auf einem Bein? Ja. Okay, alles ja klar. Bereiten wir uns mal ein bisschen vor. Genau. Ich habe hier auch noch Bandagen für dich. Ja, gute Idee. Das heißt, dass wir unsere Handgelenke nicht verletzen, vor allem wenn sie ungeschult ja sind. Ja, genau, bei mir. Ja, fühlt sich gut an. Einmal runterdrücken, ich halte fest. Sehr gut. Muhammad Ali, mein größtes Vorbild. Let's go! Alles klar, Karim. Also, wir sind bereit, Handschuhe an, Bandagen ja gewickelt. Das erste Spiel ist Control, das heißt, wir haben oben hier eine Zielvorgabe an Gewicht, was wir erreichen müssen. Das heißt, ein bisschen Fingerspitzengefühl gefragt. Ja. Und wer näher dran ist, kriegt natürlich den Punkt.
Das Spiel gewinnt der, der als erstes 5 erreicht. Ich fange mal an. Alles klar. Alles klar, also. Das Ziel ist 111. Gucken wir mal. Ah, okay. 62,6. Nicht zu hart, ne? Ja. Okay. 110. 110. Ey, ja, sehr stark. Du hast gewonnen. Erster Punkt für dich, alles klar. Okay, 203. Einbeinig, okay. Ja. 161,3. Ja. Knapp. Knapp. Oh, 148. Okay, okay. 113. Versuch mal mit Führhand. No disrespect natürlich. Ah. 139. Bisschen drüber. Hey. 117,5. 132. Also wie gerade eben, nur anders. Ah, 134. Boah. Okay. Okay. Das wird tough. Ah. Ganz knapp. Ja. 158. Okay. 158. Ah, ein bisschen drüber. 73,7. Yes. Okay. 259. Boah, das wird schwer. Weiß ich nicht. Ein Bein. Muss ich reinhauen. 215. Gut. Da muss man schon Dollar jetzt. Da, jetzt darfst du richtig reinknallen. 185,9. Okay. 285 Punkte. Ich habe schon alles gegeben gerade. Mal gucken. Ist auch ein Bein. Okay, ich probiere mal so einen Haken. So. 214. Da muss ich richtig jetzt. Der gibt Gas. Schönes Ding. Boah, sehr stark. Fast 200. 200, ja. Okay, 257 wieder. Ich glaube, das ist mein Turn. Ja, die holen immer an der 40. Das wird eng. Mich, ja. Oh, 92. Okay. Ja. Immer besser, glaube ich. Oh, nee, ey. Oh, da komm ich ja nicht rüber über die 200. 5-3, ne? Hast genau. 5-3. Gutes Match. Super. Sehr gut gemacht. Nächstes Spiel, Reaktion. Ja, das ist, denke ich, eher was für dich. Ja? Nicht so was für die Kraft. Okay. Achte auf das rote Licht. Wenn wir gleich auf Start drücken, kommt ein Signal mit dem roten Licht. Und dann musst du so schnell wie möglich an das Polster kommen. Okay. Das ist dann dein... deine Zeit, die du da siehst, die du gebraucht hast, um zu schlagen. Und wir machen Best of 3. Okay. Ja, sure. Beste Zeit aus 3. Okay, 64, 72, 64. Okay, Karim, zeig mal deine Reaktion. Sehr stark. Kann gar nicht mehr aufhören. Ach so, ist vorbei? Sehr gut. Ja, ja. Die ersten drei, Best ne? of three. Erste Runde geht an dich. Ja. Sehr stark gemacht. Ja. 1-0. 1-0. Perfekt. Ist wieder. Okay, dann muss ich mal was drauflegen, ne? Moment. So. Okay.
Ja, okay, alles klar. 3,7, 3,9, 3,9. Ja. Boah. Ja, Mann. Okay, alles klar. War ja schon 3, ne? Ja. Okay. Ja, best of 3 würde ich sagen. Krass, ja, der Punkt geht schon. Jawohl. Blitz K.O. Ja, sehr gut. Ja, hat nicht viel gefehlt, aber da muss man Credit geben. Für. Danke dir. Sehr stark. Finale jetzt. Ich werde jetzt alles reinhauen. Let's go, let's go. Ja, jetzt musst du auch Gas geben. Ja. Jetzt wird's hart. Jetzt. Und Ausdauer, ne, ein bisschen. Okay, Karim. Jetzt nochmal Endspurt. Das heißt, eine Minute auf Zeit, wer die meisten Schläge macht. Okay. Das heißt, du bist jetzt auf beiden Beinen ein bisschen im Vorteil. Aber mal gucken, ob du auch die Ausdauer im Boxen hast. Du hast trotzdem noch Handicap jetzt, ne? Ich habe trotzdem noch mein Handicap. Das heißt, in einer Minute so viele Schläge, wie ich kann. Alles klar. Es fängt an, wenn ich raufschlage. Sehr gut. 304 Schläge. Auf okay. Einem Bein ist es schwerer, als man denkt. Puh. Warte mal, spielen wir insgesamt das auch dreimal oder nee? Das nein. Einmal, ne? Im besten Fall nicht dreimal. Ja. Okay. Müssen wir nochmal? Ja. Okay, Karim. Sehr gut. Boah! Ja, nicht patschen. Schön schlagen. Sehr gut. Du hast die Hälfte. Noch 20, Karin, komm. Gib Gas, gib Gas. Das sind 10. Sehr gut. Wie viel? Sehr gut, 318. Habe ich gewonnen oder verloren? Du hast gewonnen, tatsächlich. Oh, danke. Siehst du, wie anstrengend das ist, Respekt. Morgen Regeneration. Sehr gut, sehr stark. Super gemacht, ja. Super. Jetzt sind wir beide aus der Puste. Boah, heftig. Ja, war sehr interessant. Vielen Dank, hat viel Spaß gemacht. Eine neue Erfahrung auf jeden Fall. Respekt, ich merke an der letzten Übung, dass das sehr anstrengend ist, sehr heftig. Deswegen danke ich dir. Ne? Sehr, sehr gerne. Hab alles Gute gefallen. Weiterhin. Wann hast du denn so den nächsten Kampf oder wie läuft das dann so ab im Boxen? Hat man dann einen Kampf, wo man sich dann darauf vorbereitet? Oder? Ja, also normalerweise. Man muss immer fit bleiben eigentlich. Ne? Man weiß nie genau. Man muss eigentlich durchgehend fit bleiben. Ne? Wir haben das System nicht so wie jetzt im Fußball mit einer Liga in dem Sinne feste Kämpfe, sondern es gibt Meisterschaften. Ja. Hier in Leverkusen nehmen wir an den Mittelrhein-Meisterschaften teil, qualifiziert sich damit, wenn man erfolgreich war, für die NRW und dann für die deutsche Meisterschaft. Okay. Ne? Und
Ja, so läuft das bei uns ab. Und für mich ist das gerade so, ich habe so ein Auszeitjahr, nenne ich es mal. Sabbatjahr oder wie? Mein Sabbatjahr, genau. Ja. Nee, bei mir ging es jetzt ums Studium. Okay. Und so ein bisschen für die Existenz. Ja. Deswegen dieses Jahr erstmal nichts, aber nächstes Jahr darf ich wieder. Jawohl. Sehr stark. Alles Gute. Dankeschön, wünsche ich dir auch. Dankeschön. Super. Auch von mir. Sehr stark. Ja, danke dir. Sehr gerne. Bitte schön. Danke dir auch. Freut mich sehr. Super cool. Das schreibst du gleich auch. Jawohl, klar. Ich war nur ohne Kuss gesagt, ich war kurz. Kurz davor zu küssen. Super. Alles klar, mich gefreut. Na, alles Gute, wünsche ich dir in Zukunft. Vielen Dank, wünsche ich dir auch. Dankeschön, Jungs.